Es ist Sommer. Die Sonne genießen, mit den besten Kumpels am Strand abhängen. Die Natur zeigt sich gar so munter und lustig und auch die Mädchen sind schön wie nie. Wer darauf aber gerade gar keinen Bock hat, für den haben wir was. DK ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das es in sich hat. Tatsächlich ist DK eines der düstersten, schaurigsten und dabei künstlerisch interessantesten Titel der letzten Zeit. Um euch die vielen, vielen Überraschungen der Story nicht zu verderben, zeigen wir euch hier nur einen Bruchteil des Spiels aus den ersten zwei Teilen. Ihr erwacht in einem Badezimmer mit einer Schlinge um den Hals. Ohne Erinnerung an eure Identität oder warum ihr euch offensichtlich das Leben nehmen wolltet, beginnt für euch ein surrealer Fiebertraum. Grusel, Angst, aber auch Einsamkeit, Isolation, Trauer und Verlust sind die zentralen Gefühle, die DK bei mir ausgelöst hat. Ganz sicher kein Titel für Frohnaturen, aber viel tiefer und berührender als die meisten großen Horrortitel, die derzeit so rauskommen. Während ihr einen verlassenen Apartmentkomplex erkundet, löst ihr zahlreiche Rätsel und kommt so nach und nach hinter die dunkle Geschichte, um die es in DK eigentlich geht. Ein gefährlicher Serienkiller namens Mr. White hat mit dem Mysterium offenbar ebenso zu tun wie eine kleine Puppe, die immer wieder auftaucht. Aber wer ist dieser Mr. White und was hat er mit euch zu tun? Oder seid ihr selbst gar der Killer? Wer die Antworten auf diese Fragen will, sollte sich bereit machen für einen gruseligen, aber gleichzeitig seltsam poetischen Abstieg in die private Hölle einer gequälten Seele. Richtige Actionsequenzen gibt es in DK nicht. Stattdessen wird euer Hirn gefordert. Um ans wirklich mitreißende Ende zu kommen, müsst ihr zahlreiche Kombinationsrätsel lösen, wichtige Gegenstände finden, Codes knacken, Melodien nachspielen und sogar in einer Runde Pong gewinnen. Keine der Aufgaben ist wirklich revolutionär neu, aber die stilvolle Inszenierung in Verbindung mit der grandios düsteren Atmosphäre wird euch so den Bann ziehen, dass ihr garantiert bis zum Schluss dabei bleiben werdet. Die späteren Episoden ziehen dann, was den Schwierigkeitsgrad der Kopfnüsse angeht, deutlich an. Da das Spieltempo zum Glück eher gemächlich ist, es kein Zeitlimit gibt und ihr, bis auf den letzten Teil, auch nicht sterben könnt, nehmt euch also ruhig alle Zeit, die ihr braucht. Erwähnte ich schon, wie fucking gruselig dieses Spiel ist? Mein Tipp, wartet bis es dunkel ist, setzt euch Kopfhörer auf und lasst euch in die beklemmende Atmosphäre fallen. Allzu plumpe Schock- oder Ekeleffekte gibt es nicht. Aber seid gewarnt, euch wird trotzdem mehr als einmal das Herz in die Hose rutschen. DK wurde vom kleinen Indie-Studio Shining Gate Software nahezu in Heimarbeit entwickelt und schon dafür gebührt diesem kleinen Minititel der vollste Respekt. Sogar an freischaltbare Extras hat der Macher gedacht, wie etwa Details aus der Entwicklung. Und richtig geil, nach dem Durchspielen von Teil 2 könnt ihr euch mit einem Code den offiziellen Soundtrack direkt von der Seite laden. Großartig! DK ist in 4 Teilen auf dem Xbox-Marktplatz erhältlich. Die erste Episode kostet nur läppische 80 Punkte. Teil 2 bis 4 dann jeweils 240 Punkte, das gesamte Spiel kostet euch also 800 Punkte und damit rund 10 Euro. Und glaubt mir, diese Perle ist jeden Cent wert.
Ihr merkt schon, ich bin richtig begeistert von dem Titel. Jedem Gruselfan kann ich Decay nur dringendst empfehlen. Auch Wochen danach spukt mir das Spiel immer noch im Kopf rum. Ich freue mich schon jetzt darauf, was das kleine Indie-Studio wohl als nächstes raushaut. Mein Fazit: der absolute Geheimtipp für alle, die sich mal wieder richtig geil gruseln wollen.